Dennis wird klar, wenn er für Jahre im Knast landet, verliert er beide. Seine Freundin Lisa und seinen besten Kumpel Philipp. Er weiß, dass er Hilfe braucht. Ich habe für ihn ein Treffen mit Anti-Aggressionstrainer Ulrich Krämer vereinbart. Hat er einen Rat? Wenn jetzt irgendeiner kommt über die Straße, guckt mich an und sagt, irgendwas. Hurensohn, Bastard, deine Mutter, was auch immer. Wenn ich jetzt sage zu dir, fick deine Mutter oder sowas, dann rastest du aus. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass das ernst gemeint wäre. Das heißt, wenn draußen Kevin, Justin, Dennis Levin kommen und sagen, pass mal auf, fick deine Mutter, dann weißt du, das ist ernst gemeint. Weil die möchten nämlich gern, dass du Sex mit deiner Mama hast. Ist das richtig? Meinen die das? Die meinen das, um mich zu provozieren, damit ich rauskomme. Also die meinen das ja gar nicht. Die meinen nicht, fick deine Mutter, oder? Nein. Nein. Sondern was meinen die? Die meinen, fick deine Mutter, aber die meinen das nicht so, dass ich meine Mutter jetzt ficken gehen soll, sondern die wollen mich provozieren, so dass ich den einen auf die Fresse hau. Genau. Oder die wollen mir einen auf die Fresse. Das heißt, wenn wir das mal übersetzen, was die sagen, hey Dennis, hast du Lust, dich zu kloppen, richtig? Und deine Antwort ist, ja. Privat, was stellst du dir da vor? Hast du ein Ziel? Eine schöne Familie gründen. Schöne Familie gründen, ja? Das heißt, im optimalen Fall mit der Freundin, mit der du jetzt zusammen bist? Ja, gut. Familie heißt Kinder, 1, 2, 3, 4, 5? Ja, viele, so viel wie Geld. Dennis träumt davon, gemeinsam mit Lisa eine große Familie zu haben. Er möchte ein guter Vater sein und seiner Freundin etwas bieten. Den Hauptschulabschluss hat er diesen Sommer in der Tasche. Jetzt ist er auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Will später einmal als Chemikant arbeiten. Dieser Boxsack? Das ist dein Ziel. Das heißt, da steht drauf, Ausbildung Chemikant. Da steht drauf, Chemikant Meister, wenn es das denn gibt. Da steht drauf, Familie mit der Freundin, Stadtwohnung. Da steht auch drauf, Haus im Grünen. Da steht hier alles drauf. Und du kannst es erreichen. Theoretisch. Ulrich Krämer macht mit Dennis eine einfache Übung. Dennis muss versuchen, den Boxsack zu erreichen. Und das ohne sich provozieren zu lassen. Du schaffst es immer noch nicht, weil ich hier stehe. Weil ich hier stehe und ich stehe für alle die, die dich provozieren wollen. Was würde denn dann passieren, wenn du mal einfach vorbeigehst? Was würde passieren? Dann kommt Gelächter und guck mal, der Opfer und so. Und? Ist es Opfer, wenn du vorbeigehst? Ist es Opfer, wenn du dein Ziel erreichst? Ist es Opfer, wenn du Chemikantenmeister bist und dein eigenes Häuschen hast? Mit deiner Frau und deinen Kindern? Ist das Opfer? Ich meine, ich in meinen Augen bin kein Opfer dann, aber... Aber du hast ja keine Lust darauf. Du änderst ja nichts. Du hast keinen Bock, was zu ändern. Doch, habe ich. Nein, Dennis, du bist Opfer. Durch dein Verhalten bist du Opfer. Du entscheidest doch nicht selber. Entscheidest du für dein Leben selber? Im Moment nicht. Dürfen die ganzen Typen, die dich provozieren, dürfen die über dein Leben entscheiden? Die kommen zu dir und sagen, ey, Alter, ich fick deine Mutter! Und du sagst, okay, baff, ab in den Knast. Die nächste Position für dich ist Knast, und zwar richtig lange. Und die Entscheidung triffst du nicht, die treffen die Jungs, die so vor dir stehen, die dich provozieren, die treffen die Entscheidung für dich. Du bist nur eine Marionette, die spielen mit dir. Ja, dann muss ich wohl mal die Zähne zusammenbeißen und Opfer sein. Kriegst du es hin? Bestimmt. Sag's mir mal. Noch ein Versuch. Na, du Pisser, Alter, ich fick deine Mutter. Ja? Das geht. Komm, hey, komm, bleib hier, bleib hier. Hey, was? Komm, bleib mal hier, hey, bleib mal hier, komm. Hey, du Opfer, deine Mutter fick ich. Komm her, bleib hier. Hey, Alter, ich fick deine Mutter, komm. Aha, jawohl. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Kollege. Geschafft. Respekt. Respekt, wie hast du das gemacht? Ja, weitergegangen. Weitergegangen, und war schlimm? Hat's wehgetan? Ein bisschen, aber das kriege ich bestimmt weg. Okay, was hat wehgetan? Ja, also wäre das jetzt eine richtige Situation, dann würde ich mir jetzt noch immer scheiße vorkommen. Okay. Aber dann würde ich mich, dann, ich würde mir dann hinterher trotzdem sagen, dass das richtig war. Dennis und ich treffen uns wieder.